Hallo und herzlich willkommen zurück zu. Ich wollte gerade sagen, Newton der Waffe, aber es ist ja Mob mit fast jeder Waffe. Ich sage jetzt einfach zu weiteren Videos, mir egal. Von Dark Day 1. Perfekter Anfang. Hier ist euer Heiliger Furz und ich nehme hier. So, ich habe eine gediegene Shotgun-Mob mit der USAS 12 aufgenommen. Auf der Map Underground in Herrschaft. Das ist ein ultra schlechtes Gameplay. Ich habe nur 6 Minuten gebraucht für die scheiß Mob. Weil ich auf diese Map einfach nicht offensiv reingehen konnte mit der Shotgun. Obwohl die ziemlich stark ist im Vergleich zu anderen Shotguns. Was kann man noch sagen zu dem Gameplay? Ja, ich habe mit Spezi-Bonus gespielt. Sonst gibt es eigentlich zu dem Gameplay großartig nichts mehr zu sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuletzt stehen geblieben beim letzten Commentary. Aber genau. Ich kann nochmal drauf eingehen, auf die Lobby-Bestenliste. Ich habe mir jetzt vorgenommen in den Ferien irgendwann oder so. Dass ich dann in irgendeinem Modus. Ich bin noch aussuchen werde, ich muss nochmal genau analysieren, in welchem Modus die wenigsten Hacker unterwegs sind. In welchem Modus ich dann versuchen werde innerhalb der einen Woche. Also es gibt ja in MW3, kann man ja in die Bestenliste reingucken, wenn man jetzt in irgendeiner Lobby, sagen wir mal, wir sind in 3 für alle drin. Da klickt man dann auf die Bestenliste und dann kann man dann einen Filter auf wöchentlich stellen. Die Woche fängt natürlich am Montag an. Und der Montag sollte auch in MW3 um 0 Uhr dann, also Sonntag 0 Uhr sein, sollte dann der Wochenanfang sein. Und da gibt es halt eine Rangliste und ich glaube, die, ich weiß nicht, wovon die abhängig ist, ich glaube, die ist von den Kills abhängig, in Frei für alle zum Beispiel. Und da werde ich dann halt versuchen, zumindest unter die Top 10 zu kommen, in einer Woche, in den Ferien. Mal gucken, ob ich das schaffen werde. Ich muss extrem reinsuchten. Und die Sache ist halt, wenn es erstens ein Modus ist, den mehr Leute spielen, ist es wahrscheinlicher, dass ich da mehr reinsuchten muss. Und die Frage ist auch immer, wie hoch ist das Abfuckpotenzial? Ich muss ja durchgehend Bock haben quasi. Und ich muss auch die ganze Zeit, was heißt die ganze Zeit, aber Hacker-Games sind so ultra häufig. Und ich kann nichts machen, wenn ich dann einfach in die Lobby reinkomme und da ist ein Hacker drin. Und der schießt 3 Milliarden Mal auf die gleiche Stelle auf den Boden und killt einfach alle damit. Also, da kann ich nicht viel gegen machen. Ich könnte dann alle höchstens rauskicken, wenn ich Host wäre, aber dann muss ich erstmal Host sein. Ja, das werde ich halt dann irgendwann demnächst in den Ferien versuchen. Und mal gucken, was dann geht. Vielleicht mache ich dann zuletzt halt sogar ein paar Live-Kommentare, ich weiß nicht. Achso, zur letzten Folge noch. Ja, die hat ja ein bisschen geleckt. Ich sage dann, dass ich mit 60 FPS aufgenommen habe und dann kommen zwischendurch so FPS-Drops. Also wenn ich dann im Game so FPS-Drops habe von, weiß nicht. Also ich selbst hatte FPS dann quasi die Aufnahme, weil man, ne? Und auf jeden Fall, wenn ich dann quasi von 60 runter auf kurz, sagen wir mal 49 gehe, aber für euch ein kurzer Lag dabei. Und deshalb behindert. Deswegen nehme ich jetzt wieder einen 30 FPS auf, weil die Videos sind wenigstens lagfrei. Da habt ihr zwar nicht so ein gutes Performance-Erlebnis, aber ich denke mal, das ist besser als die ganze Zeit Lags. Aber da bei der Javelin muss ich auch extrem aufpassen. Ich habe erst gedacht, die wird mir sowas von wegficken. Aber hat es dann doch nicht getan. Ich glaube, ich werde diesmal auch die Musik, die ich hier im Hintergrund verwende, auch mal in die Beschreibung schreiben. Und ja, falls ihr im Hintergrund irgendwas was rauschen solltet, dann rauschen hören solltet, dann ist es höchstwahrscheinlich mein Ventilator, weil bei uns ist es im Moment extremst warm. Und ich sterbe einfach in meinem Zimmer. Das hält man nicht aus. Es ist unmöglich auszuhalten. Was kann ich noch sagen zu dem Gameplay? So, genau, Secondary, die MP9. Ich glaube, ich habe die USAS mit Griff und, ich weiß nicht, Rückstoß oder Fokus oder wie die Scheiße heißt. Weiß nicht, wie sie im Deutschen heißt, bestimmt Konzentration oder so eine Kacke. Damit habe ich sie, glaube ich, gespielt. Ist aber relativ, ja, ich würde nicht sagen, dass es nichts bringt. Ich meine, ich hätte die Mode mit der auch schon mit Level 2 haben können, da bin ich halt 1 vor gestorben, aber das ist irgendwann so eine Sache. Nur ich finde halt, ich habe die Mode, glaube ich, gehabt, wo ich die Waffe auf Level 13 hatte oder so. Und da ist halt eh noch keine usefulen Aufsätze drauf, die Reichweite oder sowas, die hast du dann einfach noch nicht. Und deswegen, aber mit der brauchst du die auch nicht. Weil die ja ziemlich geil ist, die ist halt nicht wie die Striker, dass du jeden einzelnen Schuss einzeln nachladen musst, sondern du hast halt quasi im Magazin. Und dann kannst du halt so und so oft schießen. Ich glaube 6 Mal sind es oder 7 Mal, die du schießen kannst, bevor du nachladen musst. Ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal fürs Commentary. Ich werde mich dann jetzt verabschieden und dann
seid ihr mit der Morph jetzt alleine. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Part. Ciao.